Ja, auch das ist, sagen wir mal, nicht so gelaufen, glaube ich, wie Jürgen Klopp sich das auch vorgestellt hat. Sie hatten zwischendrin einfach dieses, in Anführungszeichen, blöde Loch, wo viele Spiele einfach unnötig verloren worden sind oder nicht gewonnen worden sind mit Unentschieden. Und jetzt wird es natürlich hinten raus relativ eng werden, dass sie es noch packen. Aber trotz alledem, also ich würde es ihm natürlich wünschen, ich meine, Liverpool nicht in der Champions League ist halt immer, wäre natürlich toll, wenn sie es wieder mal schaffen würden. Und deshalb, ich drücke ihm natürlich beide Daumen, dass er das packen kann jetzt. Aber es wird schwer. Ja, sie haben auch wahrscheinlich im nächsten Jahr noch die Chance. Also so ist es nicht nur heuer war es. Ist auch immer eine Frage, ist es einfacher, wenn man nicht die Belastung noch mit der Champions League hat oder mit UEFA Cup Spielen hat? Weiß ich immer nicht. Also auf jeden Fall in England ist es eh immer schwer, Erster, Zweiter oder Dritter zu werden. Wahrscheinlich noch wesentlich schwerer wie in Deutschland. Und von dem her gesehen, ich glaube, dass sie nächstes Jahr noch eine gute Chance haben. Die Mannschaft ist noch mal weiter. Jürgen hat jetzt die ersten zwei Jahre, glaube ich, damals, wo er übernommen hat in Dortmund. Es hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, aber man sieht schon, dass der ganze Stil, wie die Mannschaft jetzt ausspielt, ein Klopp-Stil ist. Und deshalb, also ich bin überzeugt, also ich hoffe natürlich in dem Jahr, aber auch nächstes Jahr spielen sie sicher auch wieder oben mit. Ja, also ich muss schon sagen, dass er, das war jetzt auch nicht so zu erwarten, wo er übernommen hat, da war die Mannschaft ja eher auch so, der ganze Stil hat nicht mehr passt, die Attraktivität vom Spiel ging ein bisschen verloren auch und wo er übernommen hat, hat man natürlich schon gemerkt, dass da gleich ein anderer Zug da ist und also ich habe viele Jungs, die auch in Liverpool, also außerhalb vom Fußball, Freunde von uns, die jetzt auch am Anfang waren so ein bisschen skeptisch, hier Deutsche und überhaupt geht es bei Liverpool und so, aber sind alle totale Klopp-Fan und ich glaube, er hat schon einiges, abgesehen jetzt mal, ob sie es jetzt schaffen oder vieles bewegt auch.